wir kommen zur neuen und ich glaube auch letzten Musikvideosingle von Say It, zusammen mit Kollega und Asche. Das ist natürlich auch lecker, 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 lecker. Lecker, lecker. Kriegshammer. Lone Wolf Box hier vorbestellen. Ist, glaube ich, jetzt auch ausverkauft. Tatsächlich. Glückwunsch auf jeden Fall. Freut mich sehr. Sehr sympathischer Typ. Video von Velvet Vision. Velvet Vision. Beat ist von Johnny. Johnny ist auch gerade, ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist, ne? Der ist irgendwie auf Placement-Testo oder so, Alter. Der ist ja überall. Überall. Der macht alles gerade. Mix und Master ist von Jan Magdewski. Jan Magdewski. 4:07, let's go. Say it fresh, goldbräune, verfolg Erfolgsträume. Du musst gerissen sein im Biss, so wie Wolfsbeute. Auf dem Weg zur Straße. Warte mal, du musst gerissen sein, so wie bei einem Biss. Fresh, goldbräune, verfolg Erfolgsträume. Du musst gerissen sein im Biss, so wie Wolfsbeute. Du musst gerissen sein im Biss, so wie Wolf. Schönes Wortspiel. Auf dem Weg zu Straßenlegenden mussten wir Hase verstecken, wie mit Magierhänden. Denn der Kripo-Kommissar. Mussten wir Hase verstecken, wie mit Magierhänden. Digga! Das ist ja, was ist denn das schon für ein Einstieg hier textmäßig? Hase verstecken, wie mit Magierhänden. Denn der Kripo-Kommissar ist sein Hinterpopsigar. Schick mir SDK, spiel Baku wie Ninja Warrior. Wärst du meinen Weg gegangen, bräuchst du Psychotherapien. Ich bleib cool und halte mich bedeckt in Wüstenbeduine. Zweimal kaltes Wasser, die meisten haben einen kurzen Atem. Ich begann mich durchzuschlagen, wie auf Urwaldfahrten. Hinterließ allein meine Spuren. Was? Digga, der hat gefühlt jede Zeile. Jede Zeile hat der gefühlt ein Wortspiel gerade. Man könnte gefühlt nach zwei Zeilen immer pausieren. Nach einem kurzen Atem, ich begann mich durchzuschlagen. Wie auf Urwaldfahrten hinterließ allein meine Spuren wie Magazinhülsen und wuchs aus dem Schatten heraus wie Jasminblüten. Euer Neid war pures Gift. Ist das ein Schattengewächs oder was? Ich hab keine Ahnung. Magazinhülsen und wuchs aus dem Schatten heraus wie Jasminblüten. Euer Neid war pures Gift wie ein Kugelfisch. Doch ich hatte Zuversicht, weil es keinen Zufall gibt. Danke, Kolle, heute weiß ich, wer Feind und wer Bruder ist. Say it, ein gefestigter Mann wie nach Medusa-Blick. Ein gefestigter Mann wie nach Medusa-Blick. Say it, Stimme klingt irgendwie anders. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich hab keine Ahnung, was anders klingt. Auf jeden Fall anders, ja. Das stimmt. Viel Fame. Aber textlich gerade echt Unterhaltung pur. Viel Drama. Wenn es sein muss, stell ich mich allein gegen 100. Viel Fame, viel Drama. Gibt es Beef, komm ich runter mit dem Kriegshammer. Viel Fame, viel Drama. Wenn es sein muss, stell ich mich allein gegen 100. Viel Fame, viel Drama. Gibt es Beef, komm ich runter mit dem Kriegshammer. Man bot mir an, die Hand zu reichen. Doch das wär für mich wie Handtuch schmeißen. Meine Verhandlungsweisen sind anzugreifen. Sag, was du willst, doch ich werde bei meinem Standpunkt bleiben. Höchstens, wenn ich sterbe, gibt es bei mir etwas anzukreiden. Ich will der Wache statt Tränen. Gott, Alter, tut das gut, Mann. Sterbe gibt es bei mir etwas anzukreiden. Ich will der Rache statt Tränen. Hab euch im Schatten gesehen, auch ohne Nachtsicht gerät. Mit dem Kopf durch die Wand ist meine Affinität. Denn du musst durchs Feuer gehen können, damit Asche entsteht. Mein Geburtsort ist Polen. Alter, du musst durchs Feuer gehen, damit Asche entsteht. Ey, da sind, also, ne? Da sind Zeilen dabei. Meine Fresse, macht das Spaß zu hören. Meine Affinität, denn du musst durchs Feuer gehen können, damit Asche entsteht. Mein Geburtsort ist Polen, dein Geburtsort ist Hure, der Rest ist du. Boah, Digga, wie trocken kam das denn, Mann? Oh, mein Geburtsort ist Polen, deiner ist Hure. Boah, der kam so trocken, ne? What the fuck? Okay, meint er wahrscheinlich auch gefühlt jeden, den er in der Vergangenheit gedisst hat, ne? Feuer ging. Holy shit. Denn damit das entsteht, mein Geburtsort ist Polen, dein Geburtsort ist Hure, der Rest ist History, weil Beef für mich zur Sternstunde wurde. Ich bin wie Christopher Nolan, du hast dir Filme geschoben und bleibst ein Vorzeigehund, so wie Skittles von Bones. Asches Körper kommt von Kampfschrott, nicht stark aus, ihren Kerles Körper findest. Was, du bist ein Vorzeigehund wie Skittles bei Bones? Ha! Huh. So wie Skittles von Bones. Körper kommt und kann schon. Ich musste mir gerade das Bild. Ja, war das ein Diss gegen den Hund? Oder ich weiß gerade nicht, ich musste gerade nachdenken, so in welche Richtung. Aber der Hund ist super süß, Mann. Geschoben und bleibt sein Vorzeigehund, so wie Skittles von Bones. Nein, kein Diss gegen Bones diesmal. Nein. Aber, ja. Asches Körper kommt von Kampfschrott, nicht stark aus, ihren Kerles Körper findest du abends am Bahnhof verwahrlos. Jetzt kommen die Knochenbrecher und sorgen für Nahtoderfahrung. Denn alles Körper, Vorzeigehund, so wie Skittles vom Bones.
Asches Körper kommt von keinem Schrott nicht da. Kurz ihren Kerles Körper findest du abends am Bahnhof verwahrlos. Jetzt kommen die Knochenbrecher und sorgen für Nahtoderfahrung. Denn wir stehen für CR7 wie Cristiano Ronaldo. Viel Fame, viel Drama. Wenn es sein muss, stell ich mich allein gegen 100. Viel Fame, viel Drama. Gibt es Beef, komm ich runter mit dem Kriegshammer. Viel Fame, viel Drama. Wenn es sein muss, stell ich mich... Boah, also Asche war brutal, ne? War das schon bei der Giancarlo? Ach, bei Giancarlo höre ich schon gar nicht mehr hin. Giancarlo hat sein Fett, glaube ich, schon wegbekommen von ihm, ne? In der Vergangenheit des Öfteren mal. Höre ich gar nicht mehr. Digga, da ist eine Energie drin, ne? Holy shit. Effekt Placement, ja, ich glaube, Sayed hatte da ein paar. Tatsächlich. Das muss gemacht werden. Das lässt sich alles nicht von selbst finanzieren, ne? Boah, krasser Part von Asche gewesen, Mann. Allein gegen 100. Jetzt bin ich gespannt. Gibt es Beef, komm ich runter mit dem Kriegshammer. Ich bin ein extravaganter Mensch. Trag dein Tesla am Handgelenk. Halt die Fresse, du Standardmensch. Digga, was ist denn mit Kolle passiert? Ist der Boss wieder auf Massephase? Was ist denn hier los? Oh. Und auch direkt mehr Volumen bekommen, ne? Extravaganter Mensch. Oh. Trag dein Tesla am Handgelenk. Halt die Fresse, du Standardmensch. Zünd das Purple Haze an. Denn aber das klingt schon böse, wenn er dich als Standardmensch bezeichnet. Du Standardmensch. Zünd das Purple Haze an. Denn für Kollegas Leben brauchst du Nerven aus Stahl wie der Terminator. Halb Ikone, halb Legende. Kaltherzig. Alles erreicht doch mein Lebenszweck nicht mal halbfertig. Im Gangster-Rap auf ewig King doch immer noch eine Menge zu erledigen. Als ob ich Selbstmordattentäter bin. Weil Rapper sich skilltechnisch gesehen und noch im Mittelfeld bewegen, so wie Kylian Mbappé. Milliardenverdienste, dann will. Ja, was hat der auf einmal für ein Volumen in der Stimme? Das hatten wir in den letzten Songs nicht so, ne? Auch nicht so abgemischt oder so. Hatte ich. Das klingt böse. Das klingt böse. Technisch gesehen und im Mittelfeld bewegen, so wie Kylian Mbappé. Yeah. Milliardenverdienste, dann Milliarden. Aber warum armer Mbappé? War das nicht einfach im Mittelfeld bewegen und dann das Wortspiel mit, spielt der nicht im Mittelfeld oder so? Weil dann ist das doch einfach nur ein Wortspiel, ne? Da hat er doch Mbappé gar nicht. Dein armer Mbappé hat gar keinen Diss abbekommen. Ne? Ist ein Stürmer. Verdammte Scheiße. Guck mal, da versuche ich dir gerade noch irgendwie zu helfen. Ja, dann ist es jetzt auch noch ein Diss. Ja, Pech gehabt. Jetzt ist es ein Diss. Ich gesehen und noch im Mittelfeld bewegen, so wie Kylian Mbappé. Milliardenverdienste, dann Milliardenverdienste. Erster Platz der Forbes, da steht selbst Milliardenverdienste. Danke, Gates. Seit 2 Dekaden mach ich werde die Wasserfälle, denn der Boss hat einen langen Atem wie Giraffenhälse. Kollege wird sich niemals ducken, denn das Große erscheint nur groß, wenn wir davor auf Knien rutschen. Im Game fällt euch das Geld nicht in Schoß. Und wenn man fällt, dann stellt die Hälfte sich tot. Ich hatte Helfer-Syndrom, nicht nur teilen, was man hat, sondern zeigen, wie man schafft. Jetzt seid ihr selbst CEOs. Ich erfand einen Stil, aus dem sich eine Typing-Szene formte, wo ich selber Teil war und wo ein paar meine Hunde. Boah, diese Zeilen, ne? Dieses gemischte, aggressive von wegen, ne? Ich hab euch zu CEOs gemacht, Alter. Nicht tot, ich hatte Helfer-Syndrom, nicht nur teilen, was man hat. Boah, das mit dem Helfer-Syndrom, ne? Das verstehe ich, Alter. Geht ja. Warte mal, so weit habe ich noch nicht gehört. Warte mal, Helfer-Syndrom. Er hatte immer wieder Leute gesigned, wollte helfen und so weiter. Warte mal, und jetzt, warte, so weit bin ich noch nicht. Und wenn man fällt, dann stellt die Hälfte sich tot. Ich hatte Helfer-Syndrom, nicht nur teilen, was man hat, sondern zeigen, wie man schafft. Jetzt seid ihr selbst CEOs. Ich erfand einen Stil, aus dem sich eine Typing-Szene formte, wo ich selber Teil war. Okay, das mit dieser Typing-Szene Szene formte, das war ja im Endeffekt auch sein Statement, glaube ich, ne? Dass er das Ganze, halt zum Rollen gebracht hat mit seinen Anfängen in der RBA und so weiter, diese Szene und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Hat sich auch tatsächlich, obwohl ich wirklich in tausenden Foren zu der Zeit gefühlt aktiv wie sonst was war, habe ich nie was davon mitbekommen. Ne? Also ich war RBA, Rappers in, German Inc. und so, aber MC zum Beispiel war ich nie, ne? War ich nie tatsächlich. Billiarden, okay. Wahrscheinlich bei Billiarden war das Wortspiel mit Bill Gates, ne? Verdammt, Alter. Ach, Digga, ich bin. Aber das ist halt so. Sondern zeigen, wie man schafft. Jetzt seid ihr selbst CEOs. Ich erfand einen Stil, aus dem sich eine Typing-Szene formte, wo ich selber Teil war und wo ein paar meine Homies wurden. Wir texteten, ein paar posteten in Foren das Zeug. Hacke an euch alle. Ich hab das Gefühl, guck mal, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Ich glaube, sein Part ist neu aufgenommen, oder?
Oder zumindest frisch noch geändert oder so. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn das Album schon ein bisschen jetzt schon fertig sein wird, kommt ja jetzt, oder? Ne? Dann denke ich mal, dass eigentlich das ganze Lied auch schon fertig war. Und dass er da noch nicht auf den Tag, auf die Sachen eingegangen ist. Und dass sich das dann nochmal geändert hat. Ne? Also wahrscheinlich hat er da sehr aktuell nochmal ein paar Zeilen an seine Fans gerichtet, sag ich mal, ne? Also wirkt auf jeden Fall so, ne? Ja. Ja. Auch von der Stimme her. Vielleicht ist das auch die Änderung. Vielleicht konnte er nicht mehr da aufnehmen, wo er, ne, sonst bei Johnny aufnimmt oder so. Deswegen vielleicht auch die Änderung in der Stimme, ne? Weil kann sein, dass er woanders aufnehmen muss. Ein paar meine Homies wurden, wir texteten, paar posteten in den Foren das Zeug. Hack an euch alle, rest in peace, holy mein Freund. Viel Fame, viel Drama. Ich glaube, damit hat sich das dann auch erledigt, oder? Ich glaube, spätestens mit dieser respektvollen letzten Line oder die letzten, glaube ich. Und dann zeigen, wie man schafft, jetzt seid ihr selbst CEOs. Ich erfand einen Stil, aus dem sich eine Typing-Szene formte, wo ich selber Teil war und wo ein paar meine Homies wurden. Wir texteten, paar posteten in Foren das Zeug. Hack an euch alle, rest in peace, holy mein Freund. Hack an euch alle. Und rest in peace, Holy. Ich glaube, damit sollte auch alles geklärt sein. Ich hoffe zumindest, dass auch diese Szene und so weiter sich jetzt nicht zu, weiß ich nicht, ne? Warum nicht lieber alle zusammen? Warum guckt man nicht, dass man einfach zusammen was Geiles erschafft statt gegeneinander? Ich finde, das muss einfach nicht sein. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn alle Leute zusammenarbeiten würden, hätten wir so eine krasse Szene und nicht so eine gespaltete, kaputte Szene und würden uns nicht selber vermiemen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wäre schön. Viel Fame, viel Drama. Wenn es sein muss, stelle ich mich allein gegen 100. Viel Fame, viel Drama. Gibt es Beef, komm ich runter mit dem Kriegshammer. Viel Fame, viel Drama. Wenn es sein muss, stelle ich mich allein gegen 100. Viel Fame. Krass, ich find's gut, dass er sich nochmal geäußert hat und das Ganze auch nochmal in einem Song verpackt hat. Natürlich für die Leute, die jetzt keine Statements oder sonst was gucken oder so, ne? Meiner Meinung nach war es, wie gesagt, ich hatte als einzigen richtigen Kritikpunkt, dass die Leute, die damit zu tun hatten, keinen Hack bekommen haben. Das war mein Haupt, also mir war es scheißegal, ob er mich angelogen hat in Interviews, er bumst mich alles nicht. Aber dass die Leute natürlich nicht irgendwie Hack bekommen haben oder weiß ich nicht was. Ich hoffe, dass sich das jetzt geklärt hat. Ich hoffe auch, dass die im Hintergrund das geklärt haben und dass die vielleicht in Zukunft auch zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, weil ich glaube, da können krasse Sachen entstehen tatsächlich und ich würde mich extrem freuen, wenn das einfach in der Szene so normal wäre, ne? Das wär echt nice. Viel Drama. Drama. Gibt es Beef, komm ich runter mit dem Kriegshammer. Ein großer Dank an alle und all die uns am Drehtag und Windstoß. Danke an alle. Ein Kilo Hack. Jawohl. Seid ihr gegönnt, Sayed? Sehr, sehr starker Song. Sehr schönes Ding, Mann. Ich hoffe, dass du damit damit alles erreichst, was du dir vorstellst.